So, meine Lieben, da sind wir wieder. Also, willkommen zu Map Nummer 2. Willkommen zu G2 gegen CRG. Wir gehen auf Cash. Und, hat man jetzt den Sound hier erhöht? Ja, dann hat man, ne? Ich glaube, man hat den Sound etwas erhöht, deswegen stellen wir den ein bisschen runter. Rein in Knife Front. Wir haben es leider nicht genau gesagt bekommen, aber wir gehen davon aus, dass das jetzt hier G2s Map sein müsste. Ja. Normalerweise schon, denke ich. Wie gesagt, sie sind halt auf Cash einfach unglaublich stark. Gerade weil es halt im Normalfall auch eine relativ aimlastige Map ist. Du kannst halt. Es ist halt einfach eine sehr simple Map vom Aufbau her. Du hast halt viele Chancen, gute Entry-Frags zu setzen Richtung A, Richtung B. Gibt es einige Positionen, die du jetzt sehr leicht abämmen kannst. Und gerade da zeigen sie dann natürlich ihre Stärken. Wir haben Jacob zum Beispiel in Duschen der Bocker immer. Magdalena hat auf jeden Fall gute Laune. Man hat Jacob immer wieder am B-Spot gesehen, der halt einfach die als CT dann die T-Ghost fast alleine aufgehalten hat, als die Gegner mal durchpushen wollten und er einfach alleine da gestanden ist, 3-4 Kills gesetzt hat. Magdalena hat ja gesagt, sie scheinen sich auf Cash halt irgendwie daheim zu fühlen. Schauen wir mal, ob das heute auch wieder der Fall ist. Jetzt geht's natürlich erstmal in die Pistol Round. Dann, ja, auch dieses Mal G2 den Knifefront wieder gewonnen und auf der CT-Seite begonnen. Ja, lassen wir uns überraschen. Also. Ich schließe mich der Sache an. Die Analysten im Vorfeld haben auch schon gesagt. Okay. Analysten im Vorfeld haben auch schon gesagt, dass man ungefähr von einer recht dominierenden Leistung von G2 ausgehen müsste. Da wurden Sachen wie 16-8 und sowas gesagt. Haste. Jetzt geht's aber direkt rauf Richtung A-Spot. Brain, Haste nochmal. Und Haste erneut! Was denn da los? Rennt drauf und vernichtet die Deckung von G2. Einfach mal so. Yeah. Wow. Das war natürlich schon heftig. Ganz so stark. Dementsprechend schwierig wird es für G2, das irgendwie noch zu retaken. Cutler, jetzt hat er Haze wenigstens gekillt. Makelele hat seinen einen Fan mitgebracht. Ja, den direkt vor das Mikrofon platziert. Genau, der direkt ins Mikrofon rein jubelt. Ja, die Pistol Round geht an CRG, aber da hat Haste ganz gewaltig. Ja, das war. Die Headshots rausgeholt. Das war eine sehr, sehr starke Runde von ihm, definitiv. Also, da kann er natürlich eine Pistolrunde mal kippen. Aber auch wieder hier. Kein schlechter Einstieg natürlich für CRG. Und je besser sie dann ins Spiel kommen, desto gefährlicher kann es trotz allem werden. Wir haben es vorhin schon auf Mirage gesehen. Also, CRG ist ja definitiv. Zumindest, wenn G2 nicht besser ins Spiel kommt, kein einfacher Gegner für sie. Jetzt geht's aber erstmal in die. Die Forstwehrrunde für sie rein. Sie hat natürlich damit die Chance, das Ganze gleich wieder an sich zu reißen, falls sie die jetzt gewinnen. Auf der anderen Seite hätte CLG dann natürlich wieder kein Geld. War das gerade die Bombe da hinten? Aber die lag hinter Main noch, oder? Ja, das hat man bloß gleich gesehen. Ja, die liegt da hinten irgendwo. Haze close. Tarik hat auch ganz gewaltig für Chancen und G2 kann damit eine 5 gegen 3 Situation rausholen. Und was noch viel härter ist. Da irgendwo liegt die Bombe da und Makelele, kann man dem jemand das. Den Mund stopfen, das geht auch so nicht, dass der einer direkt am Mikrofon sitzt. Rain, was ist denn hier los? CRG einzeln gepickt worden. Und G2, flawless, zweite Runde, Forceby. Kann man mal machen. Kann man mal so machen. Also, sehen wir das auch das Problem an der ganzen Geschichte. Da wollte der Refrag von Tarik her, aber der hat ihn natürlich dann auch verschossen. Und so hat man jetzt das Problem gehabt, dass alle mehr oder weniger einzeln gepickt wurden. Jetzt hätte sich CLG natürlich entscheiden können, ob sie selbst erstmal wieder in den Forceball gehen. Dann ist natürlich damit die Möglichkeit, die man hat. Denn auf der anderen Seite könnten sie G2 dann gleich wieder in den Forceball bringen. Würde dann so lange hin und her gehen, bis eins der beiden Teams mal zwei Runden vorgeholt. Aber wir sehen es schon, die Amerikaner hier erstmal in die Full Deco reingegangen. Ist, denke ich mal, auch relativ vernünftig hier. So nötig hat man es dann erstmal nicht, die C-Runde zu holen, sondern man soll es dann lieber wieder den ordentlichen Waffenrunden versuchen. Schauen wir mal, Cutler sucht natürlich in der Mitte wieder den Entry-Frag hier. Hat da auch schon ein paar HP abgezogen bei den Gegnern. Sehen schon, da hinten klebt das Blut noch von Rain, der da 40 HP liegen lassen. Aber trotzdem, er kriegt den Entry-Kill, Ace ist jetzt next hinterher. Cutler versucht zweiter in der Mitte, aber ist mit der Deagle natürlich relativ schwierig, wenn er da die Köpfe nicht wirklich sieht. Denn den größten Vorteil mit der Deagle hast du einfach, wenn der Gegner sich falsch positioniert, wenn ihm da irgendwie den schönen Kant-Naming-Schuss mitgeben kannst, zum Beispiel so einer. Der zweite hat er auch schon im Visier gehabt und er versucht natürlich auch weiter. Jacob ist hier offensiv. Kann Cutler auch nichts mehr machen. 2-1. Aber eins muss man ihm lassen, der ist ausdauernd.
der Schrei hat's. Ja, das ist definitiv. Bei jedem Frag von Michael Lede wird erstmal angefeuert. Er zieht sein Ding durch, das, das auf jeden Fall. Na gut, 2-1. Ja, Kanadochi Gaming jetzt natürlich nochmal in der Eco, wie gesagt. Wenn, dann hätten sie gerade eben nochmal gegenkaufen können, jetzt macht es natürlich keinen Sinn. Deswegen also auch hier nochmal die Sparrunde. In der nächsten Runde geht es dann auf jeden Fall wieder mit dem Waffenmann in den Start. So, jetzt sehen wir, wird hier der Argo vorbereitet. Also, die Smokes für Rot und Gelb, beziehungsweise für Cat, werden da schon vorbereitet, dass man dann einigermaßen sauber rauspushen kann. Da sehen wir es. Da fliegen die, dementsprechend kann Azy natürlich ansagen, was los ist. Der Kurzspieler wird da ziemlich aus dem Spiel rausgenommen mit der Kurz-CT. Sieht man ganz gut hier im Overview. Eine CT-Smoke wurde nochmal geschmissen, damit die Gegner hier auch die... Oh, schöner Move. Durch Smoke durchgeschmissen. Easy. Gut im Laufen, Magnele mit der Scout, auch den Anschuss. Cutler und Tarik. Jetzt haben wir natürlich die Flanke da wieder etwas frei gemacht. Der Finesse, Headshot bekommen, 1 AP noch. Und dann geht er down. Der letzte Versuch von Cutler und Tarik. Da kommt die Nate, das ist sein Türmchen, was hier in dem Moment verabschiedet. Und Cutler bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als es einfach zu versuchen mit der Scout. 3-1. Aber gar keine so schlechte Idee, auf jeden Fall durch die Smoke durchzurennen, denn es ist logisch, dass der Kurzspieler dann irgendwie versucht, eine Lücke in den Smoke zu finden, sonstiges. Normalerweise geht er halt dann jemand auf Cat hoch und dementsprechend die Idee dahinter, einfach mal durch die Smoke durchzurennen und halt zu schauen, ob man den Spieler rauspicken kann, gar nicht mal so schlecht. Hat ja an sich auch ziemlich gut funktioniert, ich meine, man hat immerhin 3 Spieler rausgenommen, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für eine Eco. Jetzt geht das schon wieder los, oder was? Why you do this? Also, Tarik hat einen LT-Frag bekommen. Hat sein Gegner durch die Smoke wegpredicted. Jetzt ist AZ. Natürlich. Naja, bekommt so eine Unterstützung. Also, man lässt lieber den B-Spot ein bisschen geschwächt zurück, beziehungsweise auch die Mitte natürlich noch mit einem Spieler gedeckt. Dann entscheidet sich hier dafür, zu zweit auf den A-Spot zu gehen. Das Ganze erstmal so zu halten. Gut, auf dem B-Spot hat man natürlich Fox, der kann hier ganz schön Hit and Run spielen. Wenn er so einen Frag zieht, dann würde er sich erstmal auf den Spot weiter zurückziehen und dann schauen, was man mit seiner AWP noch anrichten kann. CLG. Wir haben ein paar Nades in die Mitte reingeworfen, dass man hier erstmal die Kontrolle gewinnen kann. Und Fox wollte offensiv pushen, um die Informationen zu sammeln und vielleicht sogar noch einen Frag zu bekommen. Aber JDM, passt auf, nimmt die mit der AWP ganz locker raus. Und dadurch hat sich natürlich die ganze Situation für dich nur noch weiter verschlimmert. Jawohl, Rain kriegt den ersten Kill. Ja, weiß natürlich, die Gegner werden jetzt wohl nicht in den Schacht reingehen, wenn sie da gerade eben Molotov hingeworfen haben. Und ich denke, dass er überhaupt mit dem Crossing gerechnet hat. So, jetzt geht's aber erstmal in den Schacht durch. Wie gesagt, der Molotov auch dazu da, um das Ganze auszuschließen. JKM hinter den Kisten, den ersten. Das ist eine ganz schwierige Position, trotzdem kriegt er noch einen Kill. Und JKM. Ja. Hat er gut gemacht. Rain hat leichtes Spiel. Rechnet nicht damit, dass er noch im zweiten auf dem Spot sitzt. Und das ist eben genau der Vorteil, wenn ein Spieler da die Präsenz von 2 oder 3 zeigen kann. Ja. Dass man da natürlich, dass er seinen Mates auch deutlich leichter macht. Das ist ganz cool. Lasst euch von dem Radar nicht verunsichern. Da ist irgendwo jemand mit der falschen Farbe unterwegs. Einer ist blau, einer ist lila. Was lila darstellen soll, könnte ich aussuchen. Genau, in dem Moment kam auch die Nachricht aus dem Publikum. Perfekt. Na gut. Vielleicht können wir an die ESL mal unseren Allheilmittelbein weiterreichen. Einmal O drücken. Genau. So, CLG versuchen es aber wieder mit dem Argo. Der hat gerade eben schon mal relativ gut funktioniert. Diesmal, denke ich mal, wird der Kurzspieler aber ein bisschen vorsichtiger sein, was dieses Smoke angeht, da. Sensibilisiert sein dafür. Und den Molotov gut gelöscht. Jetzt versuchen wir natürlich trotzdem rauszukommen, irgendwie hinter den Spot zu kommen. Die Flashes lassen gut. AZ konnte sich nicht großartig wieder zur Wehr setzen. Doch kann er. Wieso lebt er da immer noch? Was hat denn da so lange gedauert? CLG hat einfach nicht den Frag bekommen. Sie haben AZ nicht mehr groß angeschossen. Und er bedankt sich mit dem Triple. Und damit ist die Runde safe. 5-1. Na gut. Auch wenn es nur eine Eco war, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Sehen wir das normal? Eigentlich sollte er so lange nicht leben. Und er ist auch der Einzige, auf den geschossen wurde, offensichtlich. Also es ist nicht so, dass die Schüsse woanders hingegangen sind. Ja, er war auch sehr, 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 sehr lange Zeit blind eigentlich am Anfang. Aber gut, sie haben ihn doch wohl irgendwie nicht bekommen. 5-1. Na, die Mitte wird natürlich gleich wieder eingesmoked. Also man hat sich hier erstmal dafür entschieden, das Ganze mit 2 Leuten anzuspielen. Also die 2-2-1-Deckung da durchzuziehen. Fox offensiv, das ist natürlich immer gut. Also eine AWP, die du offensiv schicken kannst, die Entry Frags zieht, stört jetzt die LG ganz, ganz früh. FNS wurde da direkt rausgenommen, man hat sich den Vorteil erarbeitet, kann dementsprechend das Ganze natürlich jetzt, was G2 wahrscheinlich nicht machen würde, aber man könnte es zumindest ein bisschen defensiver angehen. Wir sehen schon, G2 pusht auch gleich wieder in die Mitte rein. Rain ist sehr offensiv wieder unterwegs.
Und er könnte dann natürlich genau das richtige Timing abpassen. Rain, ja. Ace scheint ihn da schon gesehen zu haben um die Ecke. Deswegen nochmal rumgezogen und ihn letztendlich rausgenommen. Also man konnte die Situation wieder glatt bügeln. Und scheint hier trotzdem den Go-Richtung auf vorzubereiten. Ein Spieler wird schon an der Tür vorgeschickt. Zwei Leute mit Smoke stellen sich auf. Und der vierte kommt über die Main nach. Und Ace wird auch rausgenommen. JDM kann den Kill setzen. Und jetzt geht's auf den Ausbruch. Geht's rauf. Makelele mit der Gegenflash beschäftigt, irgendwie den Gegner noch ein bisschen aufhalten, damit seine Mates mehr Gelegenheit bekommen, sich in eine gute Position zu bringen. Makelele einfach an der Tür. Jetzt wurde von Cutler gepickt, der hat natürlich dann schon bereit gestanden für solche Fälle. Von Fox. Oh mein Gott, da war ein Stück von dem Gabelstab dazwischen. Wie bitter gelaufen, trotzdem kriegt er ihn down. Aber es kostet natürlich wertvolle Zeit, die er lieber dafür genutzt hätte, den Bombleger auszuschalten. Und deswegen war ich hier noch am Leben. Jakim, 1 gegen 2. Aber liegt gut, dass er sich mit der Main nicht anlegen muss. Eigentlich hätte es nur um Tarik kümmern müssen. Aber JDM sicher 5 zu 2. Geld ist noch genug da für G2. Aber auch hier scheint CLG nicht chancenlos zu sein. Ja, auf gar keinen Fall. Sie halten da wieder sehr, sehr schön dagegen. Gut, wie gesagt, der Offensivmove von Rain. Er war natürlich gut, um Informationen zu sammeln. Und ich meine, im Endeffekt war es ja dann trotzdem noch ein 4 gegen 4, was durchaus machbar ist. Aber es hätte halt nicht unbedingt sein müssen. Also man... Aber gut, gerade die Tour, wir kennen sie ja. Die wollen natürlich so wenig wie möglich defensiv bleiben. Fox dieses Mal wieder. Direkt vor B will hier natürlich den Entry-Frag ziehen. Jetzt damit erneut kann der Logic eben wieder absprechen. Aber ich denke mal, der B-Spieler wird jetzt schon deutlich vorsichtiger sein als gerade eben. Wäre natürlich auch gut zu sehen, dass man die AWP vielleicht auch mal an anderen Stellen der Map dann versucht, irgendwie ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel durch eine ganz simple Main-Flash da einfach reinzugehen. Denn im Moment macht sie den Anschein bei CLG, dass sie zumindest am Anfang der Runde erstmal immer das Ganze relativ langsam aufbauen. Und sich da erstmal auf der kompletten Map aufteilen, was ja als T auch durchaus nachvollziehbar ist. Also gerade erstmal am Anfang der Runde auf die Map-Control zu gehen und dann zu schauen, wo man halt eben die Entry-Picks kriegt. Gerade wenn man JDM dabei hat. So, der ist hier in der Mitte auch schon wieder auf dem Weg. Aber bisher noch keinen Gegner gefunden, also CLG. Moment haben wir 45 Sekunden angekommen, die noch übrig bleiben in dieser Runde. Bisher noch keinen Kill gesetzt, jetzt werden hier wieder die Smokes Richtung A geschmissen. Also wieder dieser Argo, diesmal der Offensiv-Move von AZ, aber er kann halt eben keinen Break ziehen. Dementsprechend der A-Spot direkt selbst, also von sich aus quasi geschwächt worden. Schau mal, Makelele, oh, die Flashes sitzen wieder gut aus. Diesmal können sie auch ausgenutzt werden. Makelele fällt da ziemlich, ziemlich schnell. Rain zumindest einen gegen Frag ziehen können, aber man hat hier das 3 gegen 4. Rain bzw. Jacob haben kaum noch AP übrig. Ja, und sie scheinen sich tatsächlich auch schon zurückzuziehen. Also auch dieses Mal ist es wieder der simple Argo, der diesmal nicht mal komplett durchgezogen wurde, sondern einfach nur mit einer Smoke ausgespielt. Dann kamen wieder diese wunderschönen Flashes on Spot, die Gegner sind einfach komplett blind, man kann sie überlaufen. Und die Runde ist natürlich futsch. Der Offensivmove in Main wäre das richtige Mittel gewesen, aber die Flash hätte besser sitzen müssen. Dann ist die Frage, ob sie das überhaupt noch alles durchbekommen, denn man ist ja schon auf der Jagd. Weiß ganz gut aus, ja. Das sind auf jeden Fall wichtig, die Waffen jetzt, die brauchen sie definitiv. Ja, notwendig sogar. Denn selbst mit den Waffen wird man hier nicht kaufen können. Also entweder man überlegt sich jetzt wirklich einen Force-Buy daraus zu machen. So, und danach sieht es momentan aus, da wird eine Farmhouse gedroppt und noch eine. Ohne die drei wäre es nicht möglich gewesen, hier vernünftig zu kaufen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat Fox dann noch etwas Geld drin gelassen, hat also keine Granaten nachgekauft. Möchte also schon auch einen Polster aufbauen, um sich vielleicht ein bisschen mehr AWP zu leisten. Da unten sehen wir das gut, wie die AC die Smoke ausgenutzt hat. Super gemacht von ihm. Volvo, please. Please fix. Und so schnell kann die Runde dann mal nach hinten losgehen. Ja. Smokes, in denen man gerade unten drunter sitzt, sind aus der Ferne deutlich schwerer durchzugucken, als wenn man direkt daneben hockt. Oder eben dann drunter in dem Fall. Oder eben das gleiche gilt auch für drüber. Ja. Ja, gibt's da eine JDM nochmal? Schein von JDM. Also die facen den aber auch alle, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Ja, das ist typisch die Tour, da müsste sie auf jeden Fall aufpassen, dass man solche Situationen nicht noch verdattet. Gerade der Arme möchte man solche Gelegenheit nicht geben und JDM mit einem schönen Dankeschön. Den nimmt er doch. Sie brauchen das Geld halt eigentlich so dringend. Ich meine, man ist halt bei G2 momentan in absolut keiner Situation, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt genügend Geld. Ja, das Problem ist, ganz klar, dass Cash immer auch eine Materialschlacht ist. Also es kommt viel darauf an, dadurch, dass beide Teams sie gut Runden holen können auf der Map. Und das, ich weiß nicht mehr, wer es war.
Ich glaube, es war MBK, der das damals gesagt hatte, dass Cash gegen ja. G2 halt auch so eine Materialschlacht war. Ja. Und am Ende waren es dann ein paar unnötige Kills, die G2 das gekostet haben. Ja. Und es sieht aus, ob es jetzt auch wieder, auch wenn sie die Runde jetzt holen, es hat sie zwei Leute mehr gekostet als vielleicht notwendig. Ja, das ist halt wirklich eigentlich dringend notwendiges Geld im Moment. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch die eine oder andere Farmers sehen. Da wird sogar noch eine zweite AWP ausgepackt, also G2 geht hier wirklich kaufen, was geht. Also gut, dann schauen wir mal, wie sie mit der Doppel-AWP zurechtkommen, aber die hat sich gerade eben auf Mirage eigentlich auch ausgezahlt. Wir sehen jetzt, dass Kanalogic eben hier auch nochmal in den Gegenkauf gegangen ist. Man stellt sich wieder für den A-Spot auf. Wieso auch nicht? Bisher hat der optimal funktioniert. Deswegen also hier wieder die Idee, auf A drauf zu pushen. Diesmal mit weniger Smokes, um sich weniger anzukündigen. Makelele mit der AWP. Jawohl. Ah, Nummer 3. Lelelelele. Ah, Nummer 4, wenn nicht. Cutler ist zur Stelle. 2 gegen 2, aber damit hat er natürlich viel Schaden angerichtet. Und vor allem die Bombe rechts am Gabelstapler down gemacht. Das heißt, da muss man erstmal ran. JDM steht offen auf dem Feld. Der wollte nicht so ganz, war ein Ticken zu spät, aber es war auch kein einfacher Schuss. Fox ist über ihm. Also mit viel Pech könnte das hier gefährlich werden für G2, denn wenn er den Blick Richtung Kurz wirft, dann pickt er J-Cam. Das Einzige ist, Fox hat den perfekten Moment erwischt. Schöner Spot. Verschießen durfte er nicht. Ja, das hätte durchaus schnell schief gehen können. Hier sehen wir das nochmal von Michael Lele. Stark gemacht. Bombe vor allen Dingen rechts down. Nicht unbedingt der beste Laufweg, den man als Bombenträger da wählen könnte. Ja. Damit hat er Fox ja auf jeden Fall in diese. JDM in diese missliche Lage gebracht. Ja, dass der die Bombe dann nochmal picken muss an der Stelle. Das stimmt allerdings. War einem sehr, sehr ungünstigen Spot down. Ja. Kanalogic Gaming in der Eco. Und was macht man in der Eco? Natürlich den A-Spot pushen. Wie gesagt, bisher. Ja, relativ gut funktioniert das Ganze. Diesmal Makelele aber mit der MP7 close. Oh, ist natürlich gerade gegen eine Eco. Naja, aber wenn er da sieht, dann schnell einen Tag 9-Shot fängt. Das hängt einfach nur davon ab, ob die Position gecheckt wird. Und der erste Spieler checkt sie nicht. Allerdings konnte er trotzdem ziemlich schnell gesetzt werden. Oh, Makelele, ja. Schön. Ja, Spray. Da hat er Spaß. FNS will nicht fallen. Aber 3 und 2 HP. Ja. Eine Nade wird reichen. Vielleicht auch Flashkill oder sowas. Smokekill, tu es. Ich hoffe, ihm das Ding an den Kopf. Schade. Achso, und die Frage, der Tap ist ja erwischt. Krass eigentlich, dass Terry überhaupt noch den einen Kill bekommen hat im Duell, im direkten Duell, weil er hat, wie gesagt, nur 2 HP. Da hätte man ihn noch streifen müssen. Aber gut, die Runde geht so oder so an G2, auch wenn sie da jetzt wieder ein bisschen was verloren haben. Wir sehen es auch in ihrem Geld. Also viel kann man es nicht unbedingt nennen, das ist eigentlich so gut wie gar nichts. Sollten sie also eine Runde verlieren, dann würde es direkt wieder Eco essen. Es gilt jetzt auf jeden Fall für sie, dass sich da zumindest ein bisschen was zurückging, dass man immer in eine Runde nachkaufen könnte. Denn das ist momentan absolut nicht der Fall. Also CLG macht zumindest sehr, sehr viel Geldschaden. Hilft ihnen natürlich nichts, solange die Runden nicht holen. Aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, da einiges rauszuholen, wenn sie da mal eine gewinnen sollen. Aber Fox wieder mit dem Entwickeln. Ja, von Fox gefällt mir gut, was er da macht. Hat einen guten Mix aus offensivem und defensivem Spiel. Aber ja, der A-Spot ist und bleibt das, was zu halten gibt. Denn CLG greift ja mal wieder an. Der Entry-Frag von Tarik macht es nicht unbedingt leichter. Denn Michael Lede war ja derjenige, der die Spots in den letzten Runden gut verteidigt hat. Und jetzt die Frage, ob es ohne Michael Lede eben auch funktioniert. Wir sehen ja schon wieder die ein oder andere Nate, die da bei CLG ausgepackt wird Richtung A. Das ist ein Molotov da vielleicht, um das Ganze wieder ein bisschen anzufaken, dass man hier jetzt G2 trotzdem zum Rotate bewegen wird. Aber ich denke mal, dass die Spieler von G2 mit sowas auf jeden Fall rechnen werden. Wir sind gerade momentan mit versucht, die Mitte ein bisschen ins Spiel zu bringen, auch bei CLG. Man hat da einen Spieler schon abgestellt, Tarik, der am Abfall momentan steht, an der Mülltonne. So, wieder eine Smoke Richtung A geworfen, wie gesagt. Jetzt soll es da aber tatsächlich auch rausgehen. Jawohl, da kommen die ganzen Smokes, gehen auf. Tarik, der jetzt aus der Mitte raus spielt. Oh, diese kleine Variation. Diese kleine, klitzekleine Variation. Diesmal ist es Rain, der alles retten muss, oder eben die Runde ja dann eintüten kann. Noch Jack im Leben, Pause-Call. Der kriegt auch noch ins Gesicht. Könnte das ein Timeout werden oder der Versuch, den Gegner aus dem Spielfluss zu bringen? Oder ist das einfach was Technisches? Technisch ist natürlich wahrscheinlicher. Es wäre schon, ziemlich außergewöhnlich, wenn man hier schon ein Timeout ziehen würde nach einer verlorenen. Ja, da ist auch jemand vom Server geflogen. Also ja, richtig. Es war dieser kleine Unterschied, ja. dass man den Spieler spät über die Mitte noch nachgeschoben hat. Ja. Denn alle G2-Spieler waren darauf vorbereitet, dass da gleich der Argo voll losgeht.
Und dann hat es im Endeffekt natürlich an dem Backup von der Mitte gemangelt. Das ist natürlich immer das Gute, gerade als C, wenn du dann den Gegner halt in der Situation hast, dass er irgendwie auf dich reagieren muss, dann kannst du das halt wieder ausnutzen. Und genau das hat halt CLG jetzt in dem Moment getan. Und jetzt war auch genau die richtige Ansage, die da gefallen ist. Jetzt ist halt die Frage, wie G2 da weiterhin darauf reagiert. Ich denke mal, ja, wie gesagt, die Pause jetzt wegen dem Timeout sollte bald vorbei sein. So ist es auch. Also Unpause von beiden Teams wieder gecallt. Also weiter geht's hier, aber wir sehen es schon bei G2. Reicht es nur für den Frostbite, denn wir hatten es vorhin schon angedeutet, sie haben sehr, sehr wenig Geld gehabt. Normalerweise hätten sie jetzt sogar in die Doppel-Ego gehen müssen. Deswegen also hier die Überlegung, trotzdem wieder den Frostbite zu spielen. Selbe Situation wie auf Mirage vorhin. Nur, dass es diesmal halt vom roten Stand ein bisschen besser für G2 aussieht. Den Frostbite konnten sie vorhin schon mal sehr, sehr deutlich gewinnen gegen CLG. Allerdings, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, bei den Amerikanern war da auch schlechteres Equipment vorhanden. Dieses Mal mit 4 AKs und einer UMP am Start. Und es ist der Argo. Ja. Natürlich. Und diesmal könnte man da unter Umständen genau reingelaufen sein. Denn G2 ist mit 4 Mann schon da und der 5. zieht auch langsam nach. Also wenn das jetzt in dem ganzen Chaos vielleicht untergeht. Tarek wollte da durchpushen. Aber dementsprechend sich gegen 3 Spieler wiedergefunden. Und man hat die Möglichkeit gehabt, noch zurückzugehen. Also CLG hat sich das Hintertürchen noch offen gelassen, dass man hier eventuell auf den anderen Spot verschiebt. Das ist auf jeden Fall die gute Entscheidung, denn G2 hat alle Spieler auf A gezogen. Und der B-Spot, wir sehen es hier, ist komplett frei. Aber durch die ganze Aktion hat man jetzt 2 Waffen mitgenommen. Das heißt, J-Cam zum Beispiel könnte hier eine Menge Schaden anrichten und gerade der ist gefährlich. FNS down. Rain und J-Cam, er räumt sie alle vom Spot. Er macht einfach. Ja, das ist halt natürlich wieder wichtig. Also wenn sie halt eine Waffe in die Hand kriegen, ist es im Zweifelsfall einfach auf J-Cam bleiben. Ja. Also Cash. Cash ist für ihn, glaube ich, absolutes Paradies. Gerade der B-Spot, da fühlt er sich scheinbar ganz, ganz wohl. Ja, 9 zu 4. Also. G2 gewinnt wieder die Frostbite-Runde mit 3 Überlebenden. Völlig okay natürlich. Also überhaupt, dass man die Runde gewinnt, ist natürlich das große Ziel. Oder mit 2 Überlebenden. Und dementsprechend hat man natürlich bei CLG jetzt wieder einiges an Geld weggeräumt. Und noch können sie kaufen, dadurch, dass sie die Bombe gelegt haben. Dann wird es wahrscheinlich aber wieder knapp werden bei ihrem Geld. Das heißt, diese Runde jetzt wieder einigermaßen wichtig und wird dann wahrscheinlich auch bestimmt, wie das Ganze zur Halbzeit ausgeht. Auch hier, Magelene kann nicht gesehen werden von den Ts. Auch eine Smoke, die man sehr, sehr gut spielen kann in der Main. Aber mit Greenback immerhin. Ja, es war natürlich gut gemeint von Volvo, dass man die Smoke so machen wollte, dass sie zu einem gedreht sind. Ja. Hat aber leider außer Acht gelassen, dass das auch bedeutet, dass man aus unterschiedlichen Blickwinkeln unterschiedliche Smoke sieht. Das haben wir gerade eben wieder gesehen, was da passieren kann. Rain. Er legt mit Kartler an, wird frühzeitig gepickt, noch bevor der Call überhaupt stattfindet. Und Easy. Kann man natürlich Richtung Spot raufziehen. Jackie ist aber auch schon angetroffen. AZ, einen noch gepickt. Jawohl. 10 zu 4. Also sieht trotz allem natürlich sehr, sehr gut aus für die Jungs von G2. Man sieht deutlich bedrücktere Gesichter bei CLG. Das heißt, der Timeout in der zweiten Halbzeit ist vielleicht gar nicht so weit weg. Ja. Also wenn es dann wirklich so die Frage, sagen wir mal, wenn es jetzt, je nachdem ob 10-5 oder 4, wenn die Pistol Round dann verloren geht, das ist halt der Punkt, dann gibt es keinen Zeitpunkt mehr, keinen sinnvollen Zeitpunkt mehr, wo man den Timeout zieht, weil man noch keine Informationen aus Waffenrouten hat. Ja, dann weiß man einfach nicht, was passieren wird. So, und jetzt hat man ausgenutzt, dass Fox da ganz gerne mal auf sich spielt, aber Jacob steht schon wieder perfekt. Spray of Light sich durch, 2 Leute mitgenommen, den dritten angeschossen. Aber es hat nicht ganz gereicht, um den Spot dicht zu machen. Dann marschiert schon jemand aus dem Schacht raus, das ist AZ, die blaue 9 ist entgegen Tarek, der eigentlich auf der anderen Seite spielt. Rain. Und dann geht er down. Jawohl. Also Tempowechsel hat funktioniert, Spotwechsel hat funktioniert. Man hat dem Gegner lang und breit klar gemacht, ja, wir gehen ganz viel Richtung A. Und jetzt schneller Go Richtung B. Er hat Erfolg erzielt. Zumindest die eine Runde am Ende nochmal. Aber auch hier wird die Pistol Round sicherlich ziemlich notwendig sein für die Amerikaner. Ja, also die wird auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Denn wenn sie die wirklich verlieren sollten und dann halt sind auf der CD-Seite, dann werden sie 2 Runden sparen müssen. Oder halt einen Force und eine Eco spielen müssen und die gehen halt eben im Normalfall an G2 oder wenn sie halt einfach beide an G2 gehen, das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dann steht es halt 13-5 und dann hast du zwar noch ein bisschen Spielraum, deswegen ist so ein 10-5 eigentlich immer kein schlechtes Ergebnis, aber ich denke mal auf Cash hätten sie sich einfach trotzdem ein bisschen mehr gewünscht, gerade gegen G2, die halt jetzt auf der T-Seite nicht unbedingt nachlassen werden,
Also es wird auf jeden Fall sehr eng, es sollte die First Round hier in der zweiten Hälfte wirklich verloren gehen. Dann wird es ein ganz schönes Stück Arbeit für sie, da nochmal zurückzukommen. Und da ist der First Track. Tarek, Cutler, schönes Brett. Jetzt verlässt es ihn ein bisschen. Okay, jemand auch einen Headshot bekommen. Tarek muss jetzt richtig Gas geben, wenn er hier noch mit eingreifen möchte. FNS währenddessen zwei Leute gepickt, was auch immer da passiert ist. Er ist einfach durchmarschiert. Da war keine CD-Base-Smoke vorhanden. Und dementsprechend hat er Freisicht gehabt. 10 zu 6, Pistol Round geht an CEG. Und das könnte dann vielleicht eine ziemlich knappe Partie werden, wenn wir hier Glück haben. Das ist definitiv der Weg da wieder für CLG jetzt hier erstmal Richtung Ausgleich zu kommen. Also jetzt haben sie auf jeden Fall die Chance wieder gegen die Force bei. Bisher, in diesem Spiel zumindest, waren sie dann noch nicht so solide. Aber gut, jetzt natürlich die Tour auf der T-Seite. Das ist wieder eine komplett andere Situation. Boah, und da setzt direkt den ersten Headshot gegen Terrick. Er muss sich gleich zurückziehen. Die Support-Flash kommt aber ganz, ganz stark. Terrick kann dementsprechend noch einen Frag setzen. Aber wir sehen schon, es war nur ein Fake. Es sollte B nur ein bisschen angedeutet werden. Jetzt geht es hier auf den A-Spot raus. Ein Spieler hinten, das heißt, der A-Spot wurde hier nur mehr oder weniger auf Retake angespielt. Fox kommt damit Low HP weg. Bombe wird gelegt. Und damit ist Counter Logic Gaming hier im Retake. Aber es ist ein 5-Mann-Retake. Und auf den A-Spot wird auf jeden Fall nicht leicht für G2 das Ganze zu verteidigen. Damit ist natürlich die Retterfliegen. Tech 9 ist immer gefährlich. Man kann immer davon ausgehen, dass die Tech 9, wenn sie ein bisschen Glück hat, viel Schaden richten kann. Aber es sieht so aus, als ob CLG hier sehr sauber, sehr diszipliniert den Spot angreift. Jakim. Da kann er auch nicht allzu viel machen. Refrag sitzen. Oh, kein Defuse-Kit. Es ist kein Kitter. Kein Defuse-Kit. Oh, so Gottes sauber Willen. Sie das ausgespielt haben. Es scheitert am Defuser. Boah, das ist. Sie spielen einen A-Spot auf Retake, kaufen aber kein Defuse-Kit. Ja, das ist strategisch. Ja, das war natürlich. Ein Jauche. Spielfehler, ja. Uiuiui, das kann jetzt natürlich problematisch werden für Sie. Ah, bitte, das. Ui. Ja, man kann den A-Spot nicht auf Retake spielen und Defuse-Kit. Das Risiko ist einfach zu groß, das kann man im Matchmaking machen, aber nicht, wenn der Bomb-Timer normal ist. Ja, das ist natürlich jetzt, wir sehen es am Equipment von CLG, das ist ganz, ganz problematisch. Es ist kaum was vorhanden, sie müssen versuchen, hier so gut wie möglich dagegen zu halten. Es wird auch wieder bei G2 der Ars, Argo, schön von JDM, aber ja, der Refrag sitzt. Hier sind die Nächsten. Es kommt gerade nochmal von hinten, aber Makelele einfach aus der Drehung raus, gar kein Problem. Und Tarek, last but not least, hat noch eine Flash dabei und sein Kevlar, aber ja, die sollte vielleicht einfach in die nächste Runde bringen. Damit man wenigstens mal ein bisschen Potenzial hat, Schaden anzurichten. Es wird auf jeden Fall die Runde Nummer 12 für G2 sein, sobald die Bombe hochgeht. Und für CLG wahrscheinlich nochmal eine Eco bedeuten. Wie gesagt, man hat Tarek dann, der immer ein bisschen was dabei hat. Aber der Rest wird mehr oder weniger in die Vollsparrunde müssen. Tja, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen, was das, was das Psychologische angeht, vielleicht auch so ein kleiner Gamebreaker. Aber wenn du so eine Runde so abgibst, als ja. Da bist du einfach ein bisschen mad. Das ist einfach so. Da kann keiner was dagegen machen. Ja, das ist schwierig. Das kann keiner wirklich leicht wegstecken, ja, wenn an sowas scheitert. In den Retake absolut erste Sahne gespielt. Da war kein Fehler drin, da war keine problematische Situation. Und dann scheitert es einfach daran. Und es war mehr als genug Geld da. Ja, das ist halt dann. Also ich meine, FNS hat 3 Frags in der Piste gemacht, sind $900 extra. Ja. Davon muss irgendwo ein Defuse-Kit drin sein. Gerade wenn halt auch noch angesagt wird, okay, wir spielen Aspot oder Retake. So, AZ jetzt in der Mitte, kriegt keinen Kill hier raus. Aber Makelele ist zumindest da, um ihn zu rächen. Jawohl, Jake macht gut weiter. Und Makelele nochmal drüber rasiert. Allerdings JDM auch nochmal in der Lage, einen Gegner hier rauszuziehen. Also man hat das 3 gegen 2, was jetzt hier in der Eco eigentlich wieder nicht so schlecht ist. Man hat zumindest wieder ein bisschen Schaden angerichtet. Schauen wir mal, ob da noch mehr drin ist für die Amerikaner. Jake hat den ersten Spieler hier schon gespottet. Die Bombe wird dabei gelegt und Fox immer noch in der Mitte. Wird hier wahrscheinlich keinen Gegner mehr finden. Boah. Die Flash war natürlich golden. Die kommt sehr, sehr schön. Und Jacob will aber auch unbedingt wieder die Kills haben. Er will sie einfach, Makelele, jawohl. Und Fox, der da von hinten noch in den Zweckgang reinpusht und aufräumt. 13 zu 6. Gehen wir nochmal, Jacob. Na gut. Also G2 weiter jetzt natürlich, wie gesagt, nachdem sie den Fehler da ausgenutzt haben, auf einem guten Weg. Aber jetzt geht's nochmal in die Waffenrunde rein und JDM hat die AWP dabei. Diesmal sogar mit Defuse mit. Und Helm oben drauf. Man scheint hier genau daran zu wollen. Erster Frag fällt nicht, knapp vorbeigeschossen. Aber nicht einfach. JDM bleibt auch nichts anderes übrig, als einfach reinzugehen. Haste Spray durch, hat aber auch zu lange gebraucht für den ersten.
Dann ist der Baseball schon eingenommen. Smokes liegen, Mollys liegen. Da wird Jake mal wieder durch die Smoke durchpushen. Genau die Situation, in der man es eigentlich nicht tut. Ja. Und genau deswegen ist es erfolgreich. Dreistigkeit siegt halt manchmal. Und eigentlich vom reinen Counter-Strike-Taktik-Lehrbuch wäre das die Situation, in der man sich auf den Spot hockt. Und einfach ab. Und die Situation ausspielt und die Runde einfach ausspielt. Gerade wenn da noch eine Smoke an CT liegt, das ist eigentlich kein Grund, einfach durchzupushen, weil der Gegner im Normalfall eh nicht allzu viel dadurch machen kann. Aber er hat den Sprayen hören, hat gemerkt, dass die Schüsse durchkommen, ist einfach durchgepusht, weiß natürlich, dass wenn da eine Charlie M4 hintersteht, dass er dann eben nicht mehr zurückschießen kann, weil er seine Munition gerade in die Smoke geballert hat. Aber es könnte immer sein, dass ein zweiter da steht. Das Risiko ist ziemlich groß. Das ist halt einfach das. Es war grenzwertig, aber damit hat er natürlich die Runde dicht gemacht. Klassischer Jacob. Klassischer Jacob, muss man ganz klar sagen. 14 zu 6. Ja, und es könnte unter Umständen sein, dass die Predictions, die wir alle so im Vorfeld gemacht haben, ziemlich zutreffen. Es steht 14 zu 6. Es könnte sein, dass CLG, wenn sie die Runde jetzt verlieren, danach wieder pleite sind, beziehungsweise Forster spielen müssen. Oder werden sie müssen. Wurde gut angeschossen. Rain wollte da gerade rausgehen. Ist irgendwo gegen die Wand gehüpft, glaube ich. Das heißt, das Resultat könnte unter Umständen 16-6 sein. Und jetzt diese Runde, die muss unbedingt sitzen für die Amerikaner. Und Jacob ist da nicht gesehen worden, hat sich hier eine sehr gute Position bringen können. Schauen wir, wie er daraus gleich spielen kann. Jawohl, jetzt hat er seinen ersten Kill bekommen. Damit hat natürlich der Gegner nicht gerechnet, dass er das so schnell umziehen kann. Jawohl, Fox den nächsten Richtung Spot. Aber FNS mit dem Triple. FNS, da waren noch ein paar Schuss drin. Und die hat er mitgenommen. Also man sieht es, auch die Amerikaner haben Einzelspieler, die in der Lage sind, vermeintlich verlorene Situationen noch zu drehen. Und jetzt finden sich natürlich die G2-Spieler in der Position wieder, dass sie hier gegenhalten müssen, dass sie versuchen müssen, was Aggressiveres zu spielen. Oh, Michael Ehle. Michael Ehle. Und Tarek 1 gegen 2. Der Fiuske hat da irgendwo liegen gelassen. Das heißt, die Zeit läuft ihm auch davon. Kann Rain picken. Und Michael Ehle versucht noch Zeit zu spielen. Kick ihn down. 15 zu 6. Da kommen die Kniebeugen. 9 Matchpoints für G2. Ah, das ist natürlich einiges, was sie da jetzt haben. Gerade weil CLG halt diese Runde so gut wie kein Geld mehr hat. Wir sehen es, es sind zwar immerhin noch 4 Waffen dabei, aber es scheitert halt ganz, ganz hart am Equipment. Oh, Michael Ehle, schöne kleine Position. Sieht man ganz, ganz selten eigentlich. Aber kann man trotzdem sehr gut ausspielen. Gerade wenn man damit rechnet, dass die Gegner wenig Equipment hat und dementsprechend offensiv spielt. Fox kann hier einen rausziehen. Haste zumindest mit dem Refrag. AZ wieder ein. Und Haste wieder mit dem Refrag. Macht das schön, also hält die Mitte da einigermaßen dicht. Kommt der Bounce auf gegen, aber Ace ist schon vorne weg. Hat einfach 2 Sekunden gewartet, ist rumgezogen und hat ihn mitgenommen. Dann ist Michael Ehle angeschossen. Die beiden finden den Weg nicht so richtig aus der Smoke raus. Das wird auf jeden Fall nochmal eine klassische Knochenregel-Runde. So ist es. Ja, hat Ace aber einfach gut gemacht. Dann mit der Farmers halt einen nach dem anderen wieder weggeholzt. Immer schön die Reflex gezogen und dann sein letztes Duell auch noch gewonnen. Also 15 zu 7, aber gut, G2 hat genügend Geld, bei Counter-Logic Gaming kann man jetzt immerhin wieder mit vernünftigen Equipment spielen, alles wieder schön Smokes, Flashes, Molotovs, alles dabei, sogar die AWP bei JDM, 3 Diffuse-Kits auch, also da hat man zumindest die besten Voraussetzungen, jetzt die Runde zu gewinnen. Schauen wir mal, wie das Ganze hier vonstatten geht. G2 hat sich das sehr, sehr schnell Richtung B wieder vorgespielt, haben eventuell wieder damit gerechnet, dass sie hier JDM finden. Ich hatte dabei in der Mitte erfolgreich gegen Michael Ehle. So, und ja, Derek wird in Rain reinpushen. Das ist natürlich ein Frag, den er gerne annimmt, wenn die Smoke so offen geschmissen ist. Cutler schiebt zu seinem Mate, damit der Baseball verstärkt werden kann, aber schwierige, schwierige Position für ihn. Schafft er. Ist da sehr abhängig von JDM. Boah, Fox. Beide treffen sich zunächst so wirklich. Ja, jetzt ist JDM abgesmoked, der versucht er trotzdem durchzupushen, damit er so viel Schaden wie möglich anrichten kann. Schöne Smoke von ihm geschmissen. Ja, super Smoke. Beide damit die Gelegenheit hier, sich auf dem Spot besser zu positionieren. Schacht ist auch schon dabei. Und dann kommt die offensive Flash und die kam wieder zu kurz. Wir sehen sie hier unten an diesem kleinen Scorchmark unten auf dem Boden. Die kam einen halben Meter zu kurz. Aber trotzdem kommt man hier ganz gut drauf. Und wenn JDM hier nicht komplett eskaliert, dann könnte es das, sollte es das gewesen sein. Nur noch eine FNS. Und wenn er diese Runde hier nicht wie aus einem Wunder holt, dann ist G2 weiter. Jawohl, 16 zu 7. GG, well played. Das war das G2, was wir hier erwartet hatten auf Cash. Ja. Das war schon eher das, was wir im Vorfeld so ein bisschen mit dem gerechnet hätten. Also, schöne Performance auf Cash. Ich denke, damit lässt sich weiterarbeiten. Aber
CG hat ganz gut gekämpft, haben sich nicht gerade blamiert, kann man so nicht sagen, denke ich. Die Overtime gegen G2, gegen ein gutes G2 zu holen, aber jetzt sieht man dann doch schon, was es bedeutet, wenn sie sich wohler fühlen, wenn sie besser in Fahrt kommen, wenn sie die Map besser beherrschen. Und dann ist es ein Defuse Kit, was das Spiel dann auf jeden Fall nicht gemacht hat für G2. Ja, also ab das war einfach dann der Punkt, ab dem G2 jetzt das einfach ganz sauber runtergespielt hat. Stimmt, das Defuse Kit war vielleicht so der Breaking Point.